Meine Damen und Herren, der Mazda 3 ist ja aus unserem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Jetzt bringt Mazda den CX-30 auf den Markt, ein Crossover. Ist das nur ein hochbeiniger Mazda 3? Schauen wir mal. Steigen Sie mal ein zu unserer Testfahrt. Im Vergleich zwischen Mazda 3 und CX-30 sind es die leicht abweichenden Dachlinien, die einen signifikanten Unterschied machen. Die Kopffreiheit im Fond des CX-30 ist spürbar größer, ebenso der Platz unter den Vordersitzen, wo sich die Füße viel leichter verstauen und bewegen lassen. Auf den Sitzen fühlt man sich wohl, es ist richtig bequem. Dafür sorgen eine gute Ergonomie durch die serienmäßige Kippfunktion und die vielseitige Einstellbarkeit sowie die erweiterte Unterstützung im Beckenbereich. Der CX-30 hat schicke Lederflächen und einen hoch im Sichtfeld montierten Infotainment-Bildschirm. Alles ist übersichtlich angeordnet und intuitiv zu bedienen. Die Infotainment-Bedienung läuft ausschließlich über den Drehrücksteller auf der Mittelkonsole. Hinter der Rückbank ist der neue mit dem 20% gegenüber dem Mazda 3 größeren Kofferraumvolumen im Vorteil. 430 Liter sind angegeben. Die Liste der serienmäßigen Ausstattung enthält viele Details, die wir sonst meistens extra bezahlen müssen. Darunter ein Head-Up-Display, die adaptive Geschwindigkeitsregelung, ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, die Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer sowie ein Audiosystem mit DAB-Radio und 8 Lautsprechern. Wir sind unterwegs mit einem 2-Liter-Motor mit 122 PS. Das Schaltgetriebe ist eins von den richtig guten. Kurze, sauber definierte Schaltwege, entsprechende Präzision, bestätigtes Einrastgefühl, hoher Fahrspaß. Dirigiert über eine direkt ansprechende und nicht zu leichtgängige Lenkung lässt sich der 1344 Kilogramm schwere Crossover munter durch alle Arten von Kurven scheuchen. Dabei hilft das straffe, keineswegs unkomfortabel abgestimmte Fahrwerk, das allzu große Seitenneigung souverän unterbindet, gleichzeitig aber viele Unebenheiten im Fahrbahnbelag glättet. Rund 4,40 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,54 Meter hoch fügt sich der CX-30 in die Modellpalette der SUV ein. Damit passt er genau in die Lücke zwischen Mazda CX-3 und CX-5. Vieles spricht für den CX-30. Gute Verarbeitung und Geräuschdämmung, wertige Materialien, umfangreiche Serienausstattung und ein hoher Fahrkomfort. Tja, meine Damen und Herren, der neue CX-30 hier von Mazda, nein, das ist kein Dreier auf Stelzen, das ist ein eigenständiges Auto. Kompromisslos, tolles Design, tolle Fahrdynamik. Machen Sie einfach eine Probefahrt. Und zu dieser lade ich Sie am 27. und 28. September zur Autowalder ein.